Okay. Ja, lieber AK1, ich begrüße euch alle hier zur heutigen AK1-Sitzung. Tagesordnung wäre zuerst Absprache über eigene Vorgänge zum kommenden Plenum und dann, was auch immer ihr auf dem Herzen habt, politische Initiativen oder organisatorisches danach in Top 2. Ja, dann rufe ich mal Top 1 auf. Eigene politische Initiativen im Plenum, gibt's was? Nö, ihr seht jetzt irgendwie nicht so aus, als ob ihr dazu etwas sagen wollt. Dann kann ich den Tagesordnungspunkt 1 direkt wieder schließen. Ja, genau. Also Tagesordnungspunkt 2, organisatorisches, sonstiges. Es gab ja ein paar Ausschussneu- und Umbesetzungen. Dazu wollte ich nur sagen, ich erwarte den Olaf trotzdem hier, denn wir haben ja gerade konstatiert, für Familie, Kinder, Jugend gehört er trotzdem noch zu diesem Arbeitskreis. Deswegen fehlt er gerade. Und wir können jetzt Simone neu begrüßen für den Sportausschuss. Und Lukas, hat sich bei dir was geändert? Nein, ne, das war eine Fehlmeldung mit den Mails. Ne? Wegen Integration aber auch noch hier. Genau. Simone macht jetzt Integration und Sport in diesem AK zusätzlich, weil Simone mit seinem Dümmel quasi ersetzt hat im Bereich Sport. Man hat sich nichts geändert. Das war Mikro. Jetzt ist das Mikro nicht an und du. Ich bin weiterhin Sportobmann und Sprecher in diesem Ausschuss. Nein. Lukas teilte gerade der versammelten Gemeinde mit, dass ich neu Mitglied, also ordentliches Mitglied im Sportausschuss bin. Das heißt, ich sitze hier in diesem AK für Sport und Integration. Bei Lukas hat sich nichts geändert. Und Daniel sitzt dann eben nicht mehr für Familie, Kinder, Jugend und Sport hier drin, sondern dann nur noch für Familie, Kinder und Jugend. Gesundheit. Und Gesundheit. Und, ach ja, und neuerdings dann für Gesundheit, weil er jetzt im AGS mitmacht. Den genau. Okay, so viel zum Organisatorischen. Habt ihr irgendwelche politischen Initiativen, sonstigen Themen? Weil sonst wären wir jetzt gleich schon am Ende der Sitzung. Das ist so, sagt der Nico. Wenn ihr irgendwas vielleicht mit, können wir sowas machen, wie irgendwie einen Jahresausblick machen? So, vielleicht fällt spontan jemand von uns was ein. Jetzt guckt nicht so verzweifelt. Das war nur so eine Idee, bevor wir jetzt das Ding schließen, weil es ist ja die erste AK1-Live-Sitzung, glaube ich, dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, schon die zweite? Okay, dann nehme ich das zurück. Dann nicht. Mir fällt auch nichts ein. Ich habe versucht, das künstlich in die Länge zu schieben. Nee, vielleicht eine Frage, die natürlich dann auch die Jahres- oder das Jahrestableau mehr oder weniger betreffen würde. Ist ja immer noch nicht geklärt, wie die Arbeitskreise neu strukturiert oder inwiefern da überhaupt daran gearbeitet worden ist. Vielleicht könnt ihr da aus Abgeordneten-Sicht noch mal kurz einen aktuellen Stand, sofern ihr darüber etwas wisst, geben. Bitte? Nein, wissen wir auf Vorstandsebene auch nicht. Also es war jetzt aktuell kein Thema, aber das könnte man ja vielleicht mal als Thema in die Vorstandssitzung reinspülen, wenn es da jetzt Bedarf gibt und dann insgesamt eine neue Struktur jetzt nochmal zu bereden. Also wir halten diesen AK ja hier pseudomäßig am Leben, weil wir auf die neue Arbeitskreiseinteilung, auf die neue Fraktionseinteilung, Arbeitseinteilung warten. Es gibt ja schon einen anderen Arbeitskreis, der sich vor mehr als einem Jahr aufgelöst hat, deswegen. Und wo dann ja jetzt sowieso schon anders gearbeitet wird, das wird ja hier quasi auch gemacht. Es gibt ja quasi die Unterarbeitskreise schon. Sebastian hatte gerade in Sport ein. Und bei uns in Arbeit gibt es das auch.
Ja, auch da ist etwas in Vorbereitung, aber das ist, ja. Und insofern, das Gleiche gilt ja auch für die Mammelsitzungen, solange die Umstrukturierung eben noch nicht in Angriff genommen worden ist, solange halten wir das jetzt hier am Leben. Und deshalb ist die Frage von Sebastian nicht ganz unberechtigt gewesen. Wir haben ja gesagt, Ende letzten Jahres, November, Dezember, wir terminieren das mal durch, aber in der Hoffnung, dass wir im ersten Quartal schon mal eine Lösung kriegen. Ich kann jetzt konstatieren, dass im ersten Quartal das noch nicht der Fall sein wird. Insofern werden wir so weitermachen. Ja. Ja, danke, Nico. Ja, dazu ist ja auch zu sagen, dass sich dann irgendwie für mich demnächst, je nachdem, wann das beschlossen wird, dann auch mal irgendwie eine Änderung ergibt bezüglich Enquete-Kommission oder Ausschuss. Da stehen ja auch noch viele Fragen offen, wie und ob eine Regelung bezüglich dem Frauenausschuss dann kommen wird. Und dann, je nachdem, würde ich das dann auch davon abhängig machen, wie ich das mit der AK-Moderation weiterführe. Ja, Simone. Also es stehen nicht Fragen offen, wie das geregelt wird. Es soll ja schon ziemlich zügig da für Nachfolge gesorgt werden. Und das haben ja auch die Betroffenen, die sich darum kümmern, auf dem Schirm. Also es ist jetzt nicht so, dass alles in diffusen Wolken hängt, sondern da wird sich jetzt zum Beispiel gerade auch aktiv drum gekümmert. Also, wo man natürlich jetzt noch nicht sagen kann, der Zeitpunkt X, das ist Dienstag in einer Woche oder in 4 Wochen. Aber das soll ja möglichst kurzfristig auch gelöst werden. Aber dass sich dann die Frage hier stellt, ist natürlich... Klar, aber da finden wir bestimmt jemanden, der das gerne machen will, falls du dich entschließt, das nicht mehr machen zu möchten. Wir haben das auch schon geklärt. Wer das Nein, Frauenausschuss in der AK. Richtig. Genau, also das wird sich ja dann irgendwie alles zeigen. Das wird der oder die können. Das haben Sebastian und ich schon. Genau, meine Kollegen witzeln gerade hier, dass dann der oder die Nachfolgerin auf meiner Stelle, die dann für AFKJ und eventuell den Frauenausschuss, ob ja, nein, ist mir, also mir ist das unklar, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil mit mir hat man nicht darüber gesprochen. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter ausbreiten. Von daher, ja, gucken wir mal. Abgesehen davon bleibst du uns ja auch als Fachreferentin EK5 auch in diesem Arbeitskreis erhalten, denn der wird ja diesem hier zugeordnet. Insofern, genau, so ist es, so wie der Daniel das geplant hat. In den anderen Enquete-Kommissionen, in anderen Arbeitskreisen ist es ja so, dass die jeweiligen Enquete und PUAS ja dann auch da waren. Also ich kann das aus meiner Erfahrung des alten AK2 HFA und Kommunalfinanzen sagen, dass wir dann relativ zügig auch den Referenten für den PUA 2, also sprich für die West-LB in unserem Arbeitskreis hatten. Und soweit ich informiert war, war das dann für die anderen PUAs und EKs eben auch der Fall. Wir erleben dann jetzt zum ersten Mal dann eine Referentin auch aus diesem Bereich in unserer Mitte. Insofern bleibst du uns ja erhalten, was ja sehr schön ist. Das ist so, Nico. Ja, wundervoll, dann fühlen wir uns jetzt alle prima und ich würde sagen, dann, ich sehe jetzt keine weiteren Dinge, die wir noch besprechen müssen, dann würde ich die AK1-Sitzung schließen. Danke euch für eure Anwesenheit und sage Tschüss.